Hallo Freunde, Nachbarn, Landsleute, ich habe euch ja versprochen, jetzt kommt ein neues Video auf den Kailatz, und zwar das Unboxing oder Auspacken des Mi 11 Handys von Xiaomi. Was der Kai allerdings nicht weiß, ist, dass ich ihn heute mit meiner S-Klasse mit 530 PS nicht sanft stoffieren werde, sondern auf einer extremen Art und Weise. Ich wollte es nicht einfach irgendwie auspacken, sondern wir haben gedacht, wir machen es mal ein bisschen anders, und weil es zu mir ganz gut passt mit den Autos und mit Motorsport und so, habe ich gedacht, wir machen es einfach mal so, dass ich dieses Handy sozusagen bei laufender Fahrt auspacke, und da kommt auch schon mal ein talentierter Fahrer hier, sehe ich gerade. Oh, der hat aber schon heißen Reifen drauf. Okay, ich werde es trotzdem mal versuchen, mal sehen, wie oft ich die Gesichtsfarbe wechsle. So, da wollen wir mal ein bisschen auspacken hier in aller Ruhe. Das geht natürlich besonders gut in der Kurvenlage. Den Deckel habe ich schon mal ab. Das sind diese Bilder, die man sonst nur aus Blair Witch Project kennt. Ne? Wenn man nicht weiß, ob es nach links oder nach rechts geht. Also irgendwie habe ich hier gerade den richtigen Fahrer erwischt. Ich wollte jetzt gerade was lesen, das geht nicht, aber ich habe das Handy erreicht. Also hier ist es, überragende Kamera, liegt wunderbar in der Hand, liegt gut in der Kurve. Wir merken das, das sind eigentlich diese Aufnahmen, wo man dann irgendwelche Reisetabletten nimmt, damit es einem nicht so schlecht wird. Wobei, ich sitze hier noch ganz gut. Ich verzichte jetzt mal drauf, irgendwas vorzulesen. Ich kann nur sagen, ja, die Kamera ist gut. Das Handy hat eine anständige Größe. 5G ist natürlich serienmäßig dabei. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Nein, es ist auch bei laufender Fahrt ganz gut zu benutzen, sehe ich gerade. Ja, überzeugt euch doch einfach mal selbst. So, dann gucken wir mal, was sonst noch dabei ist. Natürlich haben wir, was haben wir da? Ja, das Schnellladekabel, das habe ich richtig lieben gelernt in letzter Zeit. Auch sehr, sehr praktisch, das ist auch noch dabei. Und dann nehme ich mal an, guck mal, da haben wir die Wunderbox noch nicht ganz auf. Doch, jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen. Also, ob ich das Handy hier nicht zwischendurch verliere. Ja, es geht doch nichts über geordnetes Auspacken und wieder Einpacken. Und ja, aber das ist nicht zum Nachahmen hier empfohlen, weil das soll ja nicht direkt wieder in irgendeinem Handyshop landen zum Reparieren, sondern soll ja auch was werden. Und damit ihr das Ganze auch ein bisschen vernünftig betrachten könnt, deswegen zeigen wir euch auch ein paar Außenaufnahmen von unserer tollen Drohne, damit ihr mal seht, wie das alles so aussieht, wenn man bei einer gewissen Geschwindigkeit, die ist eigentlich gar nicht so schnell, aber bei vielen Richtungswechseln so ein Handy auspackt. Soweit, euer Kai.